Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute beginnt auf meinem Kanal der Ramadan-Monat bzw. die Ramadan-Saison. Der Ramadan-Monat fängt nächste Woche an und das ist der Fastenmonat der Muslime. Auf meinem Kanal und in meiner App und auf meinem Blog findet ihr bereits ganz viele Rezepte dazu. Der Ramadan-Monat, der geht praktisch 30 Tage. Da wird den Tag über gefastet, abends gibt es dann das Fastenbrechen und abends darf man auch wieder Essen und Trinken zu sich nehmen. Auf meinem Kanal findet ihr, wie gesagt, schon einige Rezepte. Heute möchte ich mit was Süßem starten und was ich dieses Jahr auch machen werde, weil man ja morgens bis zu einer bestimmten Uhrzeit nur essen darf, bis Sonnenaufgang, habe ich mir gedacht, finde ich es morgens sowieso immer ganz gut, wenn man Müsli isst oder Porridge oder Haferbrei, weil das einfach den Tag über satt hält und man so ganz viele Nährstoffe, Ballaststoffe und Vitamine zu sich nehmen kann. Und deswegen gibt es auf meinem Kanal bzw. in meiner App einfach in der Kategorie Porridge noch weitere Frühstücksideen, die ihr auch abends schon vorbereiten könnt und einfach morgens essen könnt und habt einfach was Gesundes, Leckeres für den Start in den Tag. Also da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen und in der Ramadan-Kategorie sind auch ganz viele Rezepte verlinkt. Heute starte ich in diesem Jahr mit einem süßen Rezept, nämlich mit einem Pistazien-Milchkuchen, weil Pistazien eigentlich schon was sehr Orientalisches, Türkisches auch sind. Es wird ganz oft benutzt. Ich weiß, dass in Deutschland viele Pistazien nicht so oft benutzen, aber es ist was wirklich sehr Leckeres. Man muss auch dazu sagen, sie sind relativ teuer, deswegen benutze ich da jetzt auch keine 200 Gramm davon in einem Rezept, sondern gehe schon sparsam damit um. Aber das Aroma ist einfach sehr lecker. Heute starte ich jetzt hier mit dem Rührkuchen. Dafür nehme ich 4 Eier, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz und etwas Vanilleextrakt, jeweils 50 Gramm Pistazien und Mandeln, die sind bereits gehäutet, 100 Gramm Mehl und einen halben Teelöffel Backpulver. Den Ofen habe ich jetzt bereits auf 170 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Ich werde den Kuchen gleich rund backen, weil ich es einfach schöner finde. Aber wenn ihr sagt, zum Ramadan möchtet ihr ihn gerne eckig haben, dann könnt ihr auch die Umrechnungsfunktion in meinem Blog oder in der App benutzen. Denn dann könnt ihr jede Form, also egal ob ein großes Blech oder nur eine kleine Form, einfach umrechnen lassen. Und vor allem am Ramadan kann man ja dann schöne kleine Kuchenstücke servieren. Gerade abends so als Dessert finde ich das doch ganz gut. Jetzt nehmt ihr zuerst die Eier, die kommen in die Rührschüssel. Da ist nur wichtig, dass sie zimmerwarm sind, damit sie sich gleich besser aufschlagen lassen. Dann Zucker, Salz und Vanilleextrakt dazu. Und dann dürft ihr diese Masse etwa 5 bis 10 Minuten schön cremig verrühren. Und ich werde in der Zwischenzeit die Mandeln und die Pistazien hacken. Bei den Pistazien und Mandeln ist es so, die Mandeln habe ich jetzt ohne Haut. Ohne diese braune Haut außenrum. Falls ihr die so nicht bekommt, könnt ihr auch die mit Haut nehmen. Oder ihr übergießt die einfach mit kochendem Wasser, lasst sie 10 Minuten stehen und dann könnt ihr die Haut ganz einfach so abziehen. Und dann könnt ihr sie auch fein hacken. So soll die Zuckermasse dann aussehen, die Eierzuckermasse, schön dick cremig. Und hier habe ich jetzt bereits Backpulver und Mehl vermischt. Ich kann die Zutaten kurz dazu sieben. Dann kurz unterheben. Das ist einfach jetzt ein ganz normaler Biskuit. Ich nehme jetzt hier einfach mein Lochblech mit einem Backring, den ich auf 22 cm eingestellt habe. Und jetzt kann ich hier die Mandeln und Pistazien auf den Boden streuen. Dann habe ich so einen Knusperboden. Und dann kommt jetzt hier die Masse drauf, wird glatt gestrichen und dann kann der Kuchen gebacken werden. Und ich kann in der Zwischenzeit mich schon mal um die Pistazienmilch kümmern. Für die Pistazienmilch nehme ich 70 Gramm Pistazien, 200 Gramm Milch, 50 Gramm Zucker und 200 Gramm Sahne. Was ich jetzt zuerst machen werde, ich nehme etwa die Hälfte der Milch und gebe sie in den Mixer, gebe da die Pistazien dazu. Dann kann ich die nämlich darin pürieren und die übrige Milch gebe ich in den Topf und gebe da den Zucker dazu, damit der sich auflösen kann.
jetzt einfach kurz aufkochen lassen und ein bisschen rühren, damit sich der Zucker schön löst. Also ich muss sagen, die Pistazienmilch, die riecht jetzt schon sehr lecker. Ich glaube, der Kuchen wird echt gut. Und hier könnt ihr theoretisch die Pistazienmilch einfach schon mal auskratzen und zur Sahne geben. Denn diese Zutaten werde ich gar nicht mitkochen. Dann kühlt auch die Zuckermilch einfach ein bisschen schneller ab. Und das sieht man dann auch schon ganz gut, dass der Zucker sich gelöst hat. Ich spüle damit jetzt nur noch kurz den Mixer aus, damit die Pistazien da nicht verschwendet werden. Ich mixe es einmal kurz durch und dann habe ich wirklich schön alle Reste und kann dann die Milch abkühlen lassen. Wenn ihr wollt, dass der Pistazienkuchen so richtig schön grün ist, dürft ihr auch gerne noch ein bisschen Lebensmittelfarbe dazugeben. Ich finde, wenn man jetzt so viele Pistazien nimmt, dass der Kuchen ganz grün wird, wird es halt schon mächtig teuer. Deswegen könnt ihr da ruhig mit Lebensmittelfarbe nachhelfen oder ihr sagt, ihr belasst es einfach bei der natürlichen Farbe. So, dann lasse ich das abkühlen, den Kuchen fertig backen und dann geht's gleich weiter. Und ich glaube, da machen wir uns jetzt noch einen Smoothie. Der Kuchen ist gebacken. Ich habe jetzt praktisch eine Stäbchenprobe gemacht. Und wenn da nichts mehr dran hängt, dann ist er perfekt. Jetzt werde ich den Kuchen aber noch einstechen. Das könnt ihr jetzt auch mit einem Zahnstocher, Schaschlikspieß, mit einer Gabel machen. Wobei eine Gabel nicht ganz so gut geeignet ist, da man mit der nicht bis ganz nach unten kommt. Deswegen lieber so einen Kuchentester oder einen Schaschlikspieß. Und jetzt hier ein bisschen einstechen. Und dann mit der Milch übergießen. Hier nochmal durchrühren und dann am besten am Rand anfangen und langsam übergießen. Jetzt lasse ich das erstmal kurz einziehen und gieße dann noch eine Schicht drüber. So, ungefähr 100 Milliliter lasse ich jetzt übrig. Wenn ihr jetzt alles reingießt, dann bildet sich in der Mitte so eine Kuhle. Deswegen kurz warten, bis es einzieht und dann nochmal drüber gießen. Und zum Servieren lassen wir dann noch was übrig. Die Pistazienmilch ist jetzt gut in den Kuchen eingezogen. Ich habe das Ganze in den Kühlschrank gestellt, damit es auch schön kalt wird. Jetzt kann ich hier schon mal die Sahnecreme zubereiten. Da mache ich jetzt eine Quarksahne. Ihr könnt aber auch eine Joghurtsahne machen oder was mit Frischkäse zubereiten. Wichtig ist nur, dass es jetzt nicht zu süß wird, denn die Pistazienmilch war ja auch schon leicht gesüßt. Dafür nehme ich 250 Gramm Quark, 50 Gramm Puderzucker, eine Limette, davon brauche ich den Abrieb, 200 Gramm Sahne und etwas Sanapart. Jetzt könnt ihr direkt hier den Quark in die Rührschüssel geben, dann den Puderzucker dazu und Limettenabrieb. Da bitte darauf achten, dass es Limetten sind, deren Schale man mitverzehren kann. Steht meist drauf unbehandelt oder Schale zum Verzehr geeignet. Denn Bio heißt auch nicht immer gleich ungespritzt. Davon nehme ich jetzt gar nicht so viel, sondern wirklich nur einen Hauch. Dann kurz verrühren, die Sahne zugießen und mit seiner Part steif schlagen. Handrührgerät runterschalten beim Sahne zugießen. Den Kuchen ziehe ich jetzt hier auf einen Tortenretter. Dann könnt ihr den Tortenring lösen. Ups, ich habe den auch vorhin schon gelöst. Ich habe mich jetzt selber verraten. Könnt ihn lösen, aber wieder drumherum spannen. Und das, was ihr hier auf der Oberfläche seht, das sind praktisch die zerkleinerten Pistazien und noch ein bisschen Restsahne. Und ich habe noch ein bisschen was im Behälter aufbewahrt. Jetzt noch die Folie drunter weg.
kommt hier die Tortencreme drauf. Dann könnt ihr die schön verstreichen, entweder wellig oder in die Mitte gleich mit einer Palette. Das zeige ich euch gleich. In die Mitte mit einer Palette ein schönes Muster ziehen. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr es auch so einfach wellig machen, dass da so kleine Spitzen hochgucken. Oder ihr könnt auch einen Spritzbeutel nehmen. Ursprünglich war das sogar mein Plan. Aber jetzt nicht mehr. Ich nehme jetzt so eine kleine Palette. Ihr könnt auch einen Löffel oder ein Messer nehmen. Dann in der Mitte ansetzen und nach außen ziehen. Ich habe jetzt hier nochmal gehackte Pistazien. Die streue ich hier an den Rand. Oh, es wäre auch süß gewesen, so die Spirale entlang. Aber dann muss man sehr präzise arbeiten, dass man es noch erkennt. Und wenn ihr möchtet, gerne noch essbare Blüten. Die, finde ich, passen hier ganz gut dazu. Ich liebe die essbaren Blüten. Die nehme ich ganz oft für Salate oder eben auch für Gebäck. Die geben dem Ganzen so ein schönes Aroma, weil sie einfach wunderbar nach Blüten riechen. So, die Torte ist jetzt im Prinzip fertig. Ich werde sie allerdings noch kühl stellen müssen. Für mindestens 2 Stunden, am besten aber auch über Nacht. So mache ich das jetzt und dann probieren wir morgen direkt die Torte. Ich decke sie mit einem Tortenretter einfach ab. Jetzt ist das erste diesjährige Ramadan-Rezept fertig. Moral ist gerade drüben auf der Baustelle. Deswegen würde ich sagen, darf unsere Hobby-Türkin probieren. Sarah, Pasta, denemek ister misin? Evet, isterim. Gel. Maşallah. Sehr schön. Çok güzel. Çok güzel. Allah'ım yarabbim. Ich sag's doch, Hobby-Türkin. Oh, der ist aber echt so schön. Fast zu schade zum Essen. Ich finde auch, der ist schön geworden. Mit den Blüten. Der riecht auch so gut. Ich finde, der riecht so richtig blumig. Man riecht hier richtig gut raus. Pistazie. Oh. Oh. Ich habe auch noch... Der Verlaum. Mhm. Ich habe auch noch von der Milch was da. Also man kann auch noch auf den Teller... Ich glaube, so, dass der Kuchen ein bisschen... Ja, so getränkt wird. Ach, schön. Dann auf das Ding so Blüten. Ja. Oh, so machen wir das gleich. Unser Serviervorschlag folgt. Buyur. Teşekkürler. Rica ederim. Jetzt brauchen wir schon einen Untertitel für unsere Videos, weil du so gut Türkisch sprichst. Oh. Der ist ein Kunde. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, der hat einen Crunchboden. Maschallah. Ich dachte, jetzt kommt Alarm, ja, da bin. Da ist Zitrone drin. Mhm. Oh, es ist lecker. Mhm. Oh, der schmeckt richtig nach Frühling. Ich hatte kurz vergessen, wie ich die Creme gemacht habe, aber dann fiel es mir wieder ein. Ja, die ist richtig. Das schmeckt man sofort. Sehr, sehr fruchtig. Ja. Oh. Ich muss sagen, diese Pistazienmilch ist nicht so gut eingezogen wie bei dem Trileçe.
Liegt wohl daran, dass die Pistazien einfach zu grob sind. Aber ich finde es so jetzt gar nicht schlimm, weil ich finde, die Soße kann man jetzt dazu essen. Sehr schön. Das, ich finde, es hat einen schönen Effekt. Ja, hat so einen schönen Verlauf mit drin. Also, falls ihr diese Torte gerne mal ausprobieren wollt, so sieht sie von innen aus, dann schaut gerne auf sallys-blog.de vorbei oder in meiner App, da findet ihr auch die Rezepte. Wie gesagt, könnt ihr den Kuchen rund oder eckig machen. Eckig als Schnitte ist er auch hübsch. Aber ich finde rund schöner. Ja, runde Torten sind schon immer schöner. Eckig ist halt einfacher zu portionieren, weil man dann wirklich auch mal ganz kleine Stückchen machen kann. Aber davon ein kleines Stück. Ja, außer halt abends, vielleicht so nach dem Fastenbrechen. Dann. Großes Stück. Okay, Sarah, man nimmt ein großes Stück. Also, wie gesagt, dieses Rezept, viele weitere findet ihr in meiner App. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Probiert die Torte gerne mal aus und sagt mir dann, wie sie euch geschmeckt hat. Sehr lecker. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich kann auch sagen, Hoshtakal. Hoshtakal. Voll der gleiche Ton. Boah, der spricht. Oh, eigentlich möchte ich noch sagen, Hayırlı Ramazanlar. Genau. Was? Um den Ramadan-Monat, praktisch so gesegnetes Ramadan. Ja. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Ramazanlar. Ja. Afiyet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Günaydın.